Schaut her, jetzt haben wir schon ein bisschen größer schon, unsere Butterstruktur. Seht ihr es? Ist aber immer noch zu klein. Wenn ich jetzt hergehe und den Rahm einfach lang genug schüttle, dann simuliere ich eigentlich den gleichen Prozess wie bei der Butterrumpfmaschine. Wir haben uns angeschaut, was für Butter, welcher Qualität es in Österreichs Supermärkten gibt. Damit wir vergleichbar sind. Jetzt werden immer Äpfel mit Birnen verglichen und das finde ich nicht ganz fair. Also das Wichtigste an der Butter ist der Geschmack. Also den Geschmack machen auch wir in der Molkerei. Prinzipiell entsteht natürlich der gute Geschmack schon im bäuerlichen Betrieb, das heißt bei der Fütterung der Kuh. Die Heugewinnung hat bei uns auch Tradition, genauso wie die Sennereien Tradition haben, oder? Bei uns ist drum die Rohmilchflora noch mit drinnen und das gibt den Geschmack. In der modernen Industrie ist es halt so, dass das Ganze auf kontinuierliche Verfahren umgestellt worden ist. Also da fährt kontinuierlich der Rahm in eine Maschine, da ist ein Schläger drinnen und durch die Schlägerwelle, durch eine hohe Drehzahl, wird dann das Butterkorn so beansprucht, dass da drinnen das Fettkorn aufgeschlagen wird und dass ein Butterkorn entsteht. Das heißt, vom Rahm reinspritzen bis zum Austritt von der Butter dauert das Ganze vielleicht 2 Minuten. Beim Butterfass dauert das Ganze ca. 3 bis 4 Stunden. Riecht's einmal. Das ist das Tolle. Machen wir eine Kostprobe? Thank you.